Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der Deutsche Leitindex hat eine hervorragende Woche hinter sich. Insgesamt ging es rund 4% nach oben. Am Freitag schaffte es der DAX außerdem über der Marke von 12.000 Punkten zu schließen. Und auch die US-Börsen, die legten eine starke Handelswoche hin. Jetzt wollen wir aber auf die neue Handelswoche vorausblicken, zusammen mit unserer Korrespondentin in Frankfurt mit Viola Grebe. Schönen guten Morgen. Viola, wie könnte der DAX denn heute in die neue Woche starten? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Es sieht danach aus, als würden wir mit leichten Abschlägen in den Tag starten. Aber generell bleibt der Optimismus erstmal erhalten. Aber du hast es gerade schon gesagt, das war natürlich eine starke Vorwoche. Mal wieder über der 12.000 und eben dann auch so aus dem Handel gegangen. Die 12 mit ins Wochenende genommen. 4% zugelegt. Seit Jahresbeginn haben wir schon um die 14% zugelegt. Und das ist auch einer der Gründe, warum so weit darauf gehen könnte. Weil natürlich der eine oder andere, der noch nicht dabei ist, jetzt vielleicht Angst hat, die Rallye zu verpassen. Dann haben wir vor dem Wochenende noch positive Jobdaten aus den USA gesehen, was dann eben auch die US-Börsen ein Stück weit angetrieben hat. Beim Dow hat es dann immerhin für einen Plus von 0,2% gereicht. Auch da ist man in Richtung Rekordständen unterwegs. Von den Jobdaten, wie gesagt, positive Impulse. Das andere große Thema, was uns zuletzt der Optimismus verliehen hat, nämlich die Hoffnung auf eine baldige Beilegung des Zollstreites. Da ist man nach wie vor optimistisch, aber jetzt werden da mal langsam ein paar Fakten nicht schlecht. Und heute Morgen haben wir an den asiatischen Börsen gemischte Vorzeichen gesehen. Also ein bisschen Zurückhaltung hier, ein bisschen Zurückhaltung, was wir beim Start für den DAX in die neue Handelswoche erwarten. Aber wie gesagt, schlechte Stimmung sieht dann trotzdem anders aus. Und das, obwohl der Brexit ja weiterhin eher so die Hängepartie gibt. Dann vielen Dank für den Überblick, Viola. Soweit also der Ausblick auf den heutigen Handelstag. Machen wir weiter mit der Marktidee. Das ist heute Palladium. Der Preis für Palladium befindet sich in einem intakten Bullenmarkt. Am 21. März markierte der Kurs ein Rekordhoch. Anschließend ging er in einen Korrekturmodus über. In den Fokus rückt jetzt eine wichtige Unterstützung. Gleichzeitig gab es am Freitag auch Signale für eine kurzfristige technische Gegenbewegung. Weitere Details entnehmen Sie einer ausführlichen Chartanalyse. Gehen Sie einfach auf www.ideas-daily.de. Dort können Sie alles Wichtige nachlesen. Ja, das war's mit Ideas Daily TV für heute. Morgen sehen wir uns um diese Zeit wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.